Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2, einem weiteren galaktischen Eroberungsfeldzug. Und zwar diesmal nicht wieder mit der Rebellion, sondern mit der Konföderation. Die Konföderation ist immer noch meine liebste Fraktion im ganzen Spiel und deswegen werden wir schön weiter mit ihnen spielen. Wir haben direkt vor Anfang eine Flotte auf Geonosis, würde ich sagen, stationiert und könnten jetzt direkt mal. Ist es Geonosis? Ja, es ist Geonosis. Sehr schön. Und können direkt mal Tatooine angreifen. Das machen wir auch direkt und wir kaufen uns aber vorher eine neue Einheit, würde ich sagen. Welche soll es werden? Welche soll es werden? Wir nehmen uns wieder mal die Engineers. Und dann geht's rüber nach Tatooine. Hahaha, super, ich habe mal wieder voll vergessen, dass ich die Aufnahme beenden muss, bevor ich in die Schlacht gehe. Ja, sowas passiert halt. Egal, wird schon schief gehen. Ich habe ja zum Glück nichts gesagt. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz. Da kommen schon mal die ersten Sturmtruppen. Nee, Klontruppen sind es ja hier noch. Und wir stoßen direkt mal vor und dann können wir gleich mal gucken. Werden erstmal diesen einen Posten da zumindest versuchen einzunehmen, auch wenn es sich nicht ganz easy peasy gestalten sollte, aber wir sollten das doch eigentlich schaffen können. Achtung, jetzt stoßen wir gleich auf Sturmgruppen. Ich hab's doch gesagt. So, lief doch ganz gut. Wo ist hier noch ein Klontrupp? Ich sehe keine. Ah, oben hocken sie wahrscheinlich. Aber egal, wir haben diesen Punkt schon mal eingenommen. Das ist sehr gut. Da oben ist noch einer von den Säcken. Wir treffen ihn natürlich nicht. Schwierig hinter seiner blöden Mauer, den zu treffen. Okay. Sehr gut, dann sehe ich da drüben einen. Ich bin ja nicht blöd. Er schon. Gut, dann machen wir uns hier entlang mal auf, die Klone auseinanderzunehmen. Schön! Vorsichtig! So eine Granate wäre schon wesentlich besser, aber leider haben wir das nicht. Wir haben nur unsere blöden Raketen. Ah, ich sehe dich. Ich sehe eure Waffen hinter der Mauer hervorlugen. Luken. Lucken. Wie? Bernd Lucke, wisst ihr? Ah, lustig. Moment. So, ey. Dann rennen wir nicht in die Schüsse rein. Kann ich überhaupt nicht ab. So, diesen einen Klontrupp, den wir da gerade haben gehen lassen, der wird wahrscheinlich jetzt den Punkt hinter uns einnehmen. So wie ich unsere eigenen verbündeten KI kenne. Aber egal, wir versuchen jetzt diesen Punkt hier einzunehmen. Oder helfen wir den anderen? Ah, da kommt schon einer. So. Ah, da kommt noch einer. Also hier müsste er irgendwo sein. Ich sehe ihn aber gerade nicht. Merkwürdig, aber scheinbar ist er wirklich weg. Dafür ist da drüben noch einer. Das sind einige. Einer ist gut. Finde ich wieder lustig. Oh, da ist einer. War einer. Okay, jetzt müssen wir uns der Leute hier drüben annehmen. Ich glaube, der ist gerade raufgegangen. Sehr gut. Dann, müssen wir die Leute in diesem blöden Schießstellung ausschalten. Ein paar Headshots sollten dabei ganz gut helfen. Okay. Ja, scheiße, jetzt haben sie den Kommandopunkt wieder zurück eingenommen. War eigentlich klar. Da ist noch einer. Scheiße. Okay, aber 51 gegen 7, ich glaube, das ist relativ klar, wie das Ganze jetzt hier ausgehen wird.
Aber trotzdem schaffen wir es, 6 Leute noch gegen 50 verschiedene sich durchzusetzen. Oh, hier hat einer Granate geschmissen. Ha, denkst du, ich bin blind? Und hier habe ich gerade noch einen gehört. Er wird sich wahrscheinlich hier drin verschanzt haben. Oder auch nicht. Na, wo haben wir ihn? Da drüben. In die Ecke gedrängt, aber wird nicht getötet. Typisch. Okay, sehr gut. Ihr nehmt das Ding hier schon ein. Suchen wir den letzten auf, der ist da hinten. Ja. Bam. Sehr gut. Den Siegesschuss nochmal dran gesetzt. Wunderbar. Ich liebe es. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Jo, nimm mal ein und dann gehen wir ganz kurz runter zu LP1 bzw. LP-Ausrufezeichen. Und dann, wunderbar, können wir den Zug gleich beenden und die Republik dabei beobachten, wie sie versucht, uns sich zu retten. Und dann können wir Kamino angreifen. Okay. Da brauchen wir aber einen Bonus, mit dem wir angreifen. Und ich würde sagen, wir nehmen den Garrison-Bonus. Oder nehmen wir einen anderen Bonus. Wir nehmen einen anderen Bonus. Ich würde sagen, wir nehmen den Enhanced Blaster Bonus. Und dann greifen wir Kamino an. Und wir sehen uns gleich wieder. So, die KI hat keine Boni gewählt, weil sie keine zur Verfügung hat. Und wir können jetzt auf unsere Art und Weise Kamino angreifen. Die Klonzentrale schlechthin. Sehr schön. Eigentlich dürften sie ja gar keine Truppen mehr bekommen können. Wenn es nur so einfach wäre. Okay, das wird recht interessant jetzt. Ohne Sniper. Denn auf dieser Map sind Sniper eigentlich perfekt, aber leider haben wir die nicht. Egal, wird auch schon so funktionieren. Es wird ein halt ziemlicher Engpass werden. Wir werden uns die ganze Zeit um diese blöde Brücke hier prügeln. Und Granaten wären echt nicht schlecht, die wir leider nicht haben. Okay. Da unten seht ihr die ganzen schönen Klontruppen. Auf einem Haufen rumhocken. Und ich kann... Oh, ich habe... Ah, ich habe den Schuss gewechselt. Das erklärt einiges. Okay, ich muss immer ganz kurz mal auf meine Lebensleiste gucken. Die wird mir ja nicht angezeigt, während ich ziele. Was ein bisschen gefährlich für uns ist. Oh, wir haben keine Raketen mehr. Ja, also das ist Kamino im Endeffekt, wenn man, ja, das ist Kamino. Ihr merkt, es ist sehr spannend und, schöner Schusswechsel. Scheiße, wir sind doch noch gestorben. Ich hab zu lange auf einer Stelle hier gestanden. Naja, passiert. Können wir versuchen, sie zu umgehen? Vom Punkt 5 aus. Doch nicht, da habe ich mich geirrt. Ich habe mich beziehungsweise eher nicht geirrt, sondern verguckt. Hui, Selbstmord. Nein, doch nicht. Ha, lustig. Können wir sie doch noch umgehen. Die müssen wir mal schön von hinten angreifen. Wir könnten jetzt natürlich diesen Schützen ausschalten, aber ich würde sagen, wir nehmen sogar eher den Kommandopunkt ein. Wie sieht's aus von den Truppenanzahlen? Oh, super. Da sind wir gerade im Vorteil, also können wir uns hier ganz gemütlich vorbeischleichen. Uns mal ganz kurz heilen lassen von dem Druiden hier. Dankeschön. Es ist ein bisschen verwirrend, aber wir haben zum Glück eine riesige Karte vor der Nase. Sehr gut. Und dann hier Konferenzraum. Ab durch die Tür. Druiden aus. Druiden, Quatsch. Klontrupp ausgeschaltet. Und zum Glück keine Autogeschütze. Uah. Mit einem Mal ist der ganze Raum hier voller Trupp. Wer hätte denn damit rechnen können? Hört nur kurz das Klacken der Gewehre und auf einmal sind sie überall. Aha. Scheiße. Ach, wo ist er? Da ist er. Sack. Da ist noch einer. Aha.
Bin ja überall. Gib mir das da hier. So. Weg mit dir. Puh. Okay. Na. Hier ist noch irgendwo einer. Da ist noch einer. Aber hey, schon ist der nächste Droid hier drin. Sehr gut. Ich glaube, wir haben sie ganz gut aufgehalten. Deswegen konnten unsere Leute vorstoßen. Und jetzt haben wir ihnen den Kontrollpunkt in ihrem Rücken genommen. Das ist sehr gut für uns. Okay. Schalten wir mal schnell den Typ da drüben aus. Der ist mir nämlich echt ein Dorn im Auge. Den würde ich auch gerne noch ausschalten. Und dann gehen wir ganz kurz mal hier rein. Und nehmen unser sehr schnell überhitzendes Geschütz. Und töten ein paar Klontruppen. Okay, ehrlich gesagt gefällt mir das Geschütz hier nicht. Wir gehen wieder so in den Kampf. Auch wenn wir, glaube ich, gleich draufgehen werden. Ja, es ist recht wahrscheinlich, dass wir gleich draufgehen werden. Aber egal. Ja, da sind wir draufgegangen. Egal. Wir haben unseren wichtigsten Auftrag gemacht, nämlich diesen wunderschönen Kommandopunkt einzunehmen. Und jetzt können wir auch von Punkt 0 aus starten. 81 gegen 17. Das haben wir, glaube ich, gut in der Tasche. Das haben wir, glaube ich, in der Tasche, das Gefecht. Okay, da drüben hockt er. Hockte. Ah, schön. Das ist der Vorteil an diesen Kanonen, an diesen Raketen. Man kann doch schon ganz gut die Feinde aus der Entfernung ausschalten, wenn sie sich in solchen Geschützen verbarrikadieren. So, wo haben wir denn noch Truppen? Da hinten in der 4 haben wir noch Truppen. Da ist noch einer. Wie gut die immer überleben, ne? Aber egal, von hier oben dürfen wir sie, glaube ich, gut ausschalten können. Ups. Ha, hätte ich jetzt gedacht, dass er ausgeschaltet wird. Aber da habe ich ein bisschen daneben geschossen. Okay. Warte, haben sie es ernsthaft geschafft, ihn dann einzunehmen? Ey, ihr seid doch Depp. Ihr seid doch bescheuert, dass ihr euch den echt habt abnehmen lassen. Von einem einzigen Verbliebenen. Okay, einer ist noch da. Wo ist er? Wo ist der letzte Klonsoldat? Im Zentrum. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr rechtzeitig dahin. Es sei denn, unsere Leute sind echt dumm, den letzten... Da ist er. Die haben es echt nicht geschafft? So. Ausgeschaltet. Sehr schön. Das war wieder eine gute Arbeit von Major Struppi. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder.